Servus zusammen, mein Name ist Felix Locke und ich erkläre euch jetzt, wie ihr bei der Kommunalwahl in Bayern richtig wählt. Wir haben bis zu 4 Wahlgänge: Bürgermeister, Landrat, Stadtrat und Kreistag. Wir beginnen mit Bürgermeister und Landrat. Die Wahl des Bürgermeisters oder Landrats ist ganz einfach. Ihr habt pro Wahlgang eine Stimme und gebt eurem Favoriten einfach ein Kreuz. Die Wahl des Gemeinderats, Stadtrats oder Kreistags ist ein bisschen komplizierter. Aber keine Angst, auch hier erkläre ich euch Stück für Stück, wie ihr richtig wählt. Wusstet ihr, dass ihr bei der Kreistagswahl bis zu 80 Stimmen habt? Deswegen als allererstes bitte pro Wahlgang prüfen, wie viele Stimmen ihr verteilen dürft. Das findet ihr auf dem Wahlzettel pro Wahlgang ganz oben drauf geschrieben. Stellt euch vor, ihr habt einen Stadtrat mit 30 Personen. Dann habt ihr automatisch 30 Stimmen, die ihr unterschiedlich verteilen könnt. Übrigens, die einfachste Variante ist, einer Partei ein Kreuz zu geben. Dann bekommt auf dieser Liste jeder Kandidat automatisch eine Stimme. Was ist, wenn ihr aber eine Person besonders cool findet? Zum Beispiel mich, euren Onkel Bernd oder euren Fußballtrainer. Dann könnt ihr diesen Personen bis zu 3 Stimmen geben. Was bringt uns das? Am Ende ziehen nämlich diese Kandidaten in den Stadtrat ein, die auf ihrer internen Liste nach vorne gewählt werden. Wenn ihr mir also 3 Stimmen zum Beispiel gibt, habe ich bessere Chancen, auf einen vorderen Listenplatz zu kommen und könnte dadurch in den Stadtrat einziehen. Am Ende entscheiden nämlich die Gesamtanzahl der Stimmen, wie viele Stadtratsmitglieder welche Partei bekommen. Also nochmal zusammengefasst, ihr könnt einer Person 1, 2 oder 3 Stimmen geben. Achtet aber darauf, dass die totale Anzahl eurer Stimme, in unserem Beispiel zum Beispiel 30, nicht übersteigt. Sonst ist der Wahlzettel ungültig. Dieses Verfahren nennt man übrigens Kumulieren. Ziemlich kompliziert, oder? Weil wir aber in Bayern sind, wird es jetzt noch verrückter. Ihr könnt sogar Personen unterschiedlichster Parteien wählen. Dieses Verfahren nennt man Panaschieren. Übersetzt sowas wie Mischen. Bedeutet also, wenn euer Nachbar für Partei A kandidiert, könnt ihr ihm 3 Stimmen geben. Euer anderer Nachbar kandidiert für Partei B, dem könntet ihr auch 3 Stimmen geben. Ihr findet aber die Freien Wähler am besten, dann könnt ihr die restlichen Stimmen Kandidaten der Freien Wähler geben. Ganz schön kompliziert, oder? Wenn ihr noch Fragen habt, stellt diese einfach in die Kommentarfunktion und unser Team wird diese beantworten. Noch ein kleiner Tipp, nutzt die Briefwahl, denn dann könnt ihr ganz entspannt von zu Hause aus wählen. Bis dahin, Servus, euer Felix.